So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu unserer ersten Folge Susi 3 hier auf diesem Kanal, die Hobby Edition. Und wir fahren heute mit dem ICE A1197 und zwar das Ganze von Göttingen nach Kassel-Wilhelmsruh. Und ihr hört schon, die Türen schließen sich. So, wir haben Abfahrt. Da sind sie zu. Und ja, ich rede sofort weiter. So, los geht's. Fahren aus dem Bahnhof raus. Ja, unsere erste richtige Fahrt hier in Susi. Wir hatten ja schon das länger mal geplant gehabt. Ich bin leider nie dazu gekommen, weil ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen feige, was so Susi angeht. Susi ist ja nun das Ding der Dinge. Das ist so bitter. Aber ganz ehrlich, ich habe eine tolle Community und ich glaube, die vertrauen mir auch hier. Und helfen mir natürlich hier, was ja zum Beispiel auch so Sachen wie im Train-Simulator angeht. Ich denke mal, da werdet ihr mir hier wahrscheinlich in Susi auch helfen. Gehe ich mal stark davon aus, hoffentlich. So. Und wir fahren los. Ja, ich hatte mir das, wie gesagt, sehr, sehr oft vorgenommen. Es ist die Edition, die ihr natürlich jetzt ab Juni soll wohl eine Steam-Version erscheinen. Die könnt ihr euch kaufen. Das Ganze wird published von Aerosoft, natürlich. Da ist eine Strecke enthalten, die kriegen alle Besitzer der Susi 3 Hobby Edition, die sich das natürlich schon bereits vor einiger Zeit schon mal gekauft haben, kriegen dieses Addon umsonst, halt noch nachträglich. Soll natürlich nochmal den Verkauf nochmal anreizen, das Ganze jetzt auf einer größeren Plattform anzubieten. Also nicht nur Steam, sondern auch auf Aerosoft könnt ihr euch das natürlich kaufen. Da bekommt ihr dann einen Steam-Key. Das Ganze kostet so irgendwie um die 55 Euro, was 10 Euro günstiger ist, als wenn ihr euch das Ganze auf der offiziellen Homepage bestellen würdet. Allerdings habt ihr dafür nicht diese geile Verpackung und diesen coolen USB-Stick. Das fehlt natürlich. 120, glaube ich, dürfen wir fahren. Wenn jetzt nicht alles täuscht. Ich verstehe nicht, warum mein AFB jetzt hier nicht anspringt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der AFB springt nicht an. Der will nicht. AFB. Jetzt hat er. AFB. So, 120. Und jetzt können wir ab. Ja. Wir hoffen mal nicht, dass wir hier eine Zwangsbremse bekommen oder sonstiges. Das wäre ein Träumchen. Und natürlich spielt sich das genauso wie der Train-Simulator halt von Dovetail Games. Bloß hier haben wir deutlich mehr Probleme teilweise auf den Strecken, je nachdem wie man sich das Ganze einstellt halt hier in Susi, habt ihr natürlich die Möglichkeit, ihr fahrt immer die gleiche Strecke und trotzdem fährt sie sich jedes Mal immer komplett anders. Und das ist der Vorteil in Susi, ja? Das hast du ja in den Train Simulator von Dovetail Games nicht. Da musst du ja halt die Aufgaben dementsprechend halt immer anpassen. Und das bietet dir allerdings Susi denn halt, dass du halt jedes Mal das Gefühl hast, dass jedes Mal, wenn du diese Strecke fährst, es immer sich anders fährt, weil halt immer irgendwelche andere Sachen, Signalausfälle oder irgendwelche andere Sachen, die halt mit da drin sind. Also ich hatte bis jetzt nur Signalausfall, das ist nichts Dramatisches oder sowas. Ja, aber sonst ging das eigentlich. Das muss ich mal ganz kurz gucken. 103, 160 sogar schon. So, die SIFA schlägt an. Und ja, jetzt regelt der Zug ja alles alleine. Hoffen wir, auf jeden Fall. Ja, genau. Ursprünglich kommen wir aus Berlin-Südkreuz und fahren Richtung Frankfurt am Main, Hauptbahnhof.
So, und unser Zwischenstück, was wir jetzt hier übernehmen, ist wie gesagt von Göttingen nach Kassel-Wilhelmsruh. Und ja, wie gesagt, das Ganze halt heute mal im Abendkleid. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Es ruckelt zumindest schon mal. Ich hatte ja sowieso ein paar Schwierigkeiten mit Susi. Irgendwie hat mir was die ganze Dateien zerschossen. Dann musste ich dann Susi ständig neu installieren. Jetzt funktioniert es. So, dann wollte ich aufnehmen, hat die Aufnahme permanent geruckelt. Fragt mich nicht warum. So, aber jetzt heute scheint es mal zu funktionieren. Bin ich sehr glücklich darüber. Ja, und Susi wird jetzt ja auch fester Bestandteil hier in unseren Let's Plays. Also neben Omsi, dem Lotus, neben dem Train Simulator von Dovetail Games und dem Microsoft Train Simulator. Ja, wird das hier alles Bestandteil sein. Das sind unsere Let's Plays hier, die wir hier uns durchnehmen wollen. Bin ich sehr gespannt halt auf jeden Fall. Und ja, falls der ein oder andere sich dann halt dementsprechend mal sich nicht getraut hat, sich das zu kaufen hier auf irgendeiner dubiosen, fremden Website oder sowas vom Hersteller persönlich, ja, der kann sich, wie gesagt, das jetzt im Juni denn, ja, auf Steam kaufen. Denn, wie gesagt, 55 Euro kostet das Ganze. Ist schon Hammerpreis. Aber ich glaube, ihr bekommt hiermit den realistischsten Zugsimulator, den es bis dato gibt. Also man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen. Das ist, wie gesagt, der Omsi-Simulator, ja, wenn man das Ganze mit Omsi und dem Bus-Simulator zum Beispiel vergleicht. Ja. Dass das hier Susi neben dem Train-Simulator von Dovetail Games natürlich der bessere. So sagt man. Ich bin gespannt, ob ich dem irgendwann mal zustimmen kann. Ich weiß es ja selber nicht. Lassen wir uns da am besten überraschen. Achso, das ist schon 260. So, 109. Alles klar, da sind wir. Ja, währenddessen gibt es ja natürlich noch einen zweiten Monitor, wo dann natürlich der Fahrplan drauf ist. Ist ja nämlich nicht so wie jetzt in den Train-Simulator wie von Dovetail Games, dass wir hier zum Beispiel einen HUD haben, ja, dass uns hier das HUD eingeblendet wird oder sowas. Nein, du musst so richtig die Fahrtenbücher lesen. Zu gucken, ab welchem Signal darfst du so und so viel fahren oder wo muss man jetzt mit Einschränkungen rechnen oder ja, interessant auf jeden Fall. Aber das kannte ich bereits schon aus ProTrain Perfect, weil da war es nämlich genauso. Ja, da konnte man das Ganze nämlich auch schon benutzen. Fand ich ziemlich cool. Ja. Aber was mir halt auffällt, und das muss ich hier mal auch wirklich sagen, ich finde, dass der richtig hübsch ist. Sogar. Ja, der Susi 3 Simulator. Das sieht echt edel aus, hat eine sehr gute Performance, ja, und läuft sogar auf älteren Rechnern. Ja, also mein Laptop macht das Ding ohne Probleme mit, wo er natürlich schon beim Train-Simulator von Dovetail Games schon ordentlich am Kämpfen ist. Susi 3, keine Probleme. Ja, also auf jeden Fall kann man sich den mal gut anschauen, auf jeden Fall. So, ich glaube, ich muss mal meine Seite weiterblättern hier. 160. Ja, ist ja Max. Wir sind jetzt bei 114. 16,35 wird durch. Sieht gut aus. 16,41. Wann ist denn hier eigentlich Ankunft? Ich guck mal gerade. Kassel-Wilhelmsruh 1949. Nicht 16,49 oder 1949. So. Das ging aber sehr gut in der Zeit scheinbar. Das ist doch schon mal glücklich. Sifa. Das Problem ist auch noch, ja, ich habe gelesen unter den Kommentaren, dass man teilweise gerade hier bei Susi, ich hoffe, dass das auch echt nicht zu laut ist. Ich glaub, das ist zu laut noch. So, mal gucken, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser ist oder ihr mich jetzt besser verstehen könnt. Ist es so, dass ich natürlich auf einen anderen Monitor gucken muss, weil da der Fahrplan halt abgebildet ist. Ist sowieso eine Frage. Wollt ihr zukünftig den Fahrplan hier in der Aufnahme sehen oder sagt er euch, das spart er euch lieber? Und dann kann der Fahrplan auf dem zweiten Bildschirm liegen, dann ist das so. Aber ich muss dann halt immer rüber gucken und dadurch, Mikrofon geht natürlich nicht mit, das bleibt natürlich an der Stelle. Und dadurch gibt es dann halt immer diese Tonunterschiede von meinerseits dann halt. Ja, ich habe jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen den Ton leiser gemacht, ein bisschen angepasst, dass das nicht alles zu laut ist. Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn das die Aufnahme crasht. So, das ist mal der Melder, dass wir
9,3 Kilometer mit 210 fahren dürfen. Ja, also wie gesagt, also ich werde gucken, dass ich das jetzt zukünftig dann jetzt öfter mache, hier Susi 3 aufnehmen. Ist aber natürlich immer so eine Sache, ob das funktioniert, das Ganze. Cool wäre es natürlich, würde mich natürlich da mega freuen. Natürlich auch über euer Feedback, ja, wenn ihr mir da Feedback da lasst, freue ich mich umso mehr. Sifa. Jetzt haben wir scheinbar heute mal eine relativ ruhige Fahrt, kann ja auch mal ganz gut sein so. Wie gesagt, dadurch, dass ja die LZB angesprungen ist, fällt das Ganze mit der PZB raus. Erst wenn wir LZB wieder verlassen, dann kehrt es natürlich wieder. Seitdem die kriegen jetzt natürlich noch ein gelbes Signal, ein grünes oder ein rotes. Das wäre natürlich ein Träumchen. Für euch wahrscheinlich, für mich nicht. Ja, es muss doch auch mal was Anständiges, was Ruhiges geben, so weißt du. Kann ja nicht immer nur Panik, Hektik und Angstschweiß sein. Ist jetzt natürlich sehr dunkel hier, sehr dunkel. Ja, sonst ist es natürlich nicht so aufgebaut wie der Train Simulator von Dovetail Games. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier frei mit der Kamera bewegen können und uns das ganze Cockpit so anschauen können oder so. Es ist schon sehr schlicht gehalten. Wie gesagt, dadurch läuft er natürlich auch auf vielen Systemen. Ja, also ob es jetzt nun älter oder modern ist, spielt keine Rolle mehr. Ihr seht es halt 60 FPS in, ich glaube 4K spiele ich das Ganze hier. Läuft das hier perfekt und da gibt es echt nichts zu meckern. Auch wird tatsächlich Susi 3 für sogar in Schulen eingesetzt, jetzt in Lokführerschulen, so wie ich es mal vor Ewigkeiten mal gehört habe. Ob es heute immer noch so ist, das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall nutzen angehende Lokführer, die Lokführer werden möchten, Susi 3. Ja, also wenn ihr Susi 3 beherrscht, dann könnt ihr euch mal bewerben bei der Deutschen Bahn. Ja, ich denke mal, hier macht er alles richtig. Wie gesagt, wenn ihr hier natürlich eine Verspätung habt in Susi, dann gibt es gleich Punkteabzug. Es gibt natürlich auch noch eine richtig detaillierte Auswertung am Ende, die ihr hier bekommt, ob ihr gut gefahren seid, ob ihr nicht so gut gefahren seid und. Ja. Also, ich überlege gerade, ist die LZB angesprungen? Warte mal, wir sind ja schon... Achso. 128. Na, wir sind kurz vor Kassel. Sind schon fast da. Ja, also wie gesagt, wir nutzen das heute. Finde ich eine coole Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, da ist natürlich, denn muss man natürlich Abstriche machen, ja, wenn es natürlich auf jedes System läuft. Ne? So, die Geschwindigkeit. Sifa. So, gehen in die Bremsung. Dann müssen wir 180 natürlich runterbremsen. Ihr seht ja diesen roten Pfeil, der sich da bewegt auf unseren Tacho, auf unsere Tachonadel zu. Ja. Das ist jetzt der Sollwertgeber. Jetzt müssen wir 160, sprich dadurch, dass das, müssen wir jetzt runter auf 160. Das Schöne ist, hier regelt das komplett die LZB. Wir müssen nichts machen. Die LZB regelt das Ganze für uns. Wir sitzen jetzt eigentlich bloß noch da, bestätigen den SIFA-Schalter und achten darauf, dass keine Vorkommnisse zum Beispiel auf der Strecke liegen. Und jetzt seht ihr ja das rote G. Ja? Das steht nämlich dafür da, dass wir jetzt nämlich die Geschwindigkeit anpassen sollen. So langsam aber sicher. Und ja, haben es natürlich vor dem roten Regler geschafft. Jetzt geht es weiter runter auf 140. Das Ganze, wie gesagt, geht wieder von vorne los. Dadurch, dass das Ganze die LZB übernimmt, ja, macht der ICE das komplett alleine. Wir müssen nichts machen. Wenn mich nicht alles täuscht, geht das sogar bis in den Bahnhof rein. Also ich glaube, der Zug würde auch, wenn ich jetzt nicht falsch liege, bremst er komplett alleine runter. Bis zum Stillstand durch die LZB. Aber da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht war das damals ein Fehler gewesen, irgendwie sowas.
Aber fände ich persönlich schon ziemlich cool, wenn du hier denn als Lokführer eigentlich später gar nichts mehr machen musst, weil das Ganze über die EZB geregelt wird, ja? Dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr allzu weit entfernt davon, dass die Züge oder sonstige Straßenbahnen, U-Bahn oder sowas menschenlos fahren können. Dann dauert es wirklich nicht mehr lang. Klar, zur Kontrolle, aber das kannst du dann wieder mit Kameras abdecken und dann sitzt dann ein Mann an neun Monitor oder sowas und deckt dann da, wie sich die neun Fahrzeuge ab, statt nur eins oder sowas. Ist natürlich schon Kosten gespart, ne? So, 140, jetzt gucke ich mal gerade, Kassel-Wilhelmshöhe, 141, wir sind bei 136, ist noch ein bisschen Luft, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, jetzt wäre es für mich mal interessant zu sehen, ob durch die LZB er komplett alles alleine macht. Wir können natürlich hier auch mal kurz mal hier rauszappen. Hoffentlich. Lädt wahrscheinlich gerade. Oder auch nicht. Wahrscheinlich können wir hier doch nicht raus. Genau. So, jetzt können wir hier mal kurz die F2-Taste drücken und können uns hier mal kurz mal das Ganze hier anschauen. Allerdings funktioniert das gerade nicht hier. Ah. Oh Gott, des Willen. Hallo. So, jetzt können wir uns hier mal ein Bild speichern von. Wir hier mit unserem schicken ICE hier. Jetzt langsam aber sicher in Kassel einfahren. So, drücken. Ist halt kein Steam oder sowas, ne? Dass du da denn irgendwie das Ganze mit der Screenshot-Taste verdrücken kannst. Ich brauche ein Programm, wo ich das machen kann. Mittlerweile habe ich doch ein paar, ja. ProTrain Perfect gibt es ja auch nicht mehr. SIFA 130. Und ich muss wirklich sagen, es ist optisch echt hübsch. Ja, ich mag ja Omsi an seinem Stil, an seinem Grafikstil. Deswegen bin ich kein Fan vom Bus-Simulator 18 oder sowas. Das sieht so quietschbunt aus. So sieht die Welt einfach verdammt nochmal nicht aus, ja. Oder die ganzen anderen Bus-Simulatoren, die sehen einfach nicht so aus, ja. Das sieht einfach unrealistisch aus. Und Omsi trifft genau diesen Grafikstil, wie es halt aussehen muss halt, ja. Und bei Zusi ist es genau das Gleiche, ja. Der Train-Simulator wirkt halt ein bisschen zu bunt, meiner Meinung nach. Ja, was man wahrscheinlich mit Grafikeinstellungen oder sowas alles verstellen kann, natürlich. Aber Zusi kommt von vornherein schon so relativ düster rüber. So. Das Grün ist nicht allzu grün, ja, also so knallig grün. Und ja, dieses ganze Drumherum, ja, das leuchtet nicht, das glänzt nicht alles, ja, und hier und da. Sondern das sieht halt aus wie das wahre Leben. Ja, und das finde ich eigentlich eine relativ coole Sache, weswegen ich eigentlich Zusi schon von Anfang an ziemlich interessant fand, bloß... Es ist halt irgendwie was anderes als der Train-Simulator von Dovetail Games, weiß ich nicht. Könnte er mich jetzt wahrscheinlich für ein bisschen bescheuert hinstellen, ja, aber ja, das ist alles sehr, sehr eigen. Ich guck gerade 49 ist Ankunft, das werden wir gar nicht schaffen, wa? 141,4? Ne, das schaffen wir gar nicht. Tja. Das ist natürlich interessant. Wir kommen natürlich mit Verspätung hier in Kassel an. Und guckt euch doch diese Gleisanlagen an. Das sieht einfach unheimlich gut aus. Und die Performance dann halt noch, ja? Also, das ist großartig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist großartig. Ich habe mir ja wirklich überlegt, ob ich mir Zusi denn nochmal für Steam kaufe. Ja.
Dadurch, dass es wirklich gar keine Vorteile gibt, ja, lasse ich es natürlich. Ja. Wie gesagt, das Addon gibt es umsonst für alle Zusi 3 Besitzer. Die können sich das Ganze dann runterladen. Finde ich eine relativ coole Sache. Und das ist übrigens die Strecke Köln-Düsseldorf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jetzt bin ich mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher. Die gibt es schon für den Train-Simulator, oder die kam damals für den Train-Simulator 2016 raus, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, und wird praktisch für Zusi nur konvertiert, ja, dass das Ganze nochmal so ein Verkaufsargument ist hier, ne? Kauft euch Zusi. Aber kaufen könnt ihr euch das so oder so schon. Es gibt ein paar Strecken, sind auf jeden Fall verfügbar, wie gesagt, aber jede Strecke fährt sich hundertprozentig immer anders. Ja. Ihr werdet nie irgendwie das gleiche doppelt fahren, denn ihr habt den Schwierigkeitsgrad dementsprechend natürlich angepasst. Fährt sich das halt wirklich jedes Mal anders. So, Geschwindigkeit anpassen auf 0. So, also wir erreichen jetzt den Bahnhof Kassel, Wilhelmshöhe, und bin mal gespannt. Er bremst komplett alleine in den Bahnhof ein. Wie super ist das denn? Du musst nichts mehr machen. Ich finde das großartig. Dann müssen wir die Türen öffnen und dann hat sie es. Und natürlich SIFER bestätigen. Und somit haben wir dann unsere erste Fahrt hier in Zusi abgeschlossen, was jetzt natürlich nicht sonderlich schwierig war. Okay, ich gebe es zu. Ja. Aber trotzdem war es eine relativ coole Erfahrung hier. Und Autopilot ist auch nicht an, habt ihr gesehen. Ne? Und somit bin ich halt mal selbst gefahren. Und wenn es diese Funktion doch gibt, warum sollte man sie denn halt dementsprechend nicht nutzen? Obwohl, ich hatte gar keine Frage gehabt, es wurde einfach umgeswitcht. Ne? So. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare, würde ich mich mehr als mega drüber freuen. Und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Part Zusi 3 hier wiedersehen oder zum anderen Projekt hier auf dem Kanal. Wir haben Omsi, wir haben Lotus, wir haben Train-Simulator. Also reichlich was zu gucken hier auf dem Kanal. Also würde ich mich natürlich persönlich sehr drüber freuen. So, lassen mal die Fahrgäste rein, öffnen die Türen. Ihr seht, Türen sind geöffnet und freigegeben. Ich habe immer noch das Problem, dass bei mir immer noch die Fehlermeldung kommt, die Türen wären nicht freigegeben. Ich verstehe es noch nicht so ganz, so hundertprozentig. Es gibt verschiedene Türschließsysteme hier. Also ich glaube, der ICE hat SST, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, Türsystem SST. Da geht es eigentlich nur der Wender, den wir hier haben, hier auf der Seite hier. Ist meine Maus hier? Nee, hier, genau. Hier, ne? Also da können wir nur nach links oder nach rechts öffnen, sollte eigentlich die Türfreigabe dementsprechend sein und trotzdem bekomme ich in der Auswertung Türfreigabe vergessen. Warum? Ich kann doch nichts ändern dran. So. Wir fahren dann aber nochmal raus, sehe ich glaube. Kassel-Wilhelmshöhe. So wie es aussieht, fahren wir nochmal raus, genau. Wir sind noch nicht hundertprozentig fertig, warten jetzt noch, bis die Fahrgäste eingestiegen sind und fahren dann nochmal weiter. So, hallo, alles einsteigen bitte. Also das ist schon ein relativ gutes Cockpit. Ja. Das ist modern. Es gibt halt noch Cockpits, die wurden noch nicht wirklich überarbeitet. Da sind die denn. Da sind die dann in 4:3-Format. Das ist natürlich schon ein bisschen oll. So, und. Abfahrt. Also, ich hoffe, das war jetzt richtig gewesen. Mehr kann ich eh nicht machen. Ja. Ich habe die Taste T noch zusätzlich gedrückt. Die ist wahrscheinlich aber total sinnlos. So, 1000 Meter
auf 0. So, jetzt muss ich mal rüberlinsen nochmal. Also 145 sind wir jetzt. Naja. So, bestätige war noch die SIFA. So, wie gesagt, ab 146 ist Fahrplanende und da sollte dann auch spätestens die Auswertung kommen. Deswegen steht ja auch nur noch 0. So, Geschwindigkeitsanpassen. Weiß nicht, macht es die LZB? Genau. Und hier haben wir unsere Auswertung bekommen. Die seht ihr jetzt gerade nicht. Wir sind hier bei 22,3%. Wir haben wieder einmal die Türfreigabe vergessen. Ich weiß nicht, was das sein soll. So, Verspätung haben wir im Durchschnitt eine Minute. Wir haben sonst scheinbar einen sehr hohen Energieverbrauch. Schummelfenster benutzt? Was ist ein Schummelfenster? Ach, das ist das Fenster da oben, oben links in der Ecke, gehe ich mal stark davon aus. Und angeblich ein niedriger Schwierigkeitsgrad. Wahrscheinlich haben wir den Schwierigkeitsgrad noch nicht so wirklich angepasst. Das sind die Standardeinstellungen, wo ich das erste Mal jetzt so im neuen Zustand jetzt praktisch gestartet habe. Aber immerhin, wir haben ein Ergebnis. Aber wie gesagt, wir haben wieder die Türfreigabe vergessen. Ich weiß nicht, was ich da noch ändern soll. Also, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da eine Idee, eine Lösung für mich. Und ja, damit endet die Folge. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, lasst mir ein Like da. Und sonst sehen wir uns hier wieder auf ÖPNV-Simulationen. Ich bin's, der Bio, verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!